Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom Eternal. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen das hier drüber machen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das war super, oder? Ich bin. Fast gar nicht verpeilt. Stark. Okay, jetzt können wir hier oben bestimmt richtig coole Schandtaten vollbringen. Wie zum Beispiel, genau. Wie geht's denn jetzt weiter? Müssen bestimmt hier runterhüpfen. Ah! Ja, wissen wir. Oha, wie nett. So, das haben wir jetzt gemacht. Schön. Hier ist nichts weiter, ne? Nee. Da können wir jetzt hier hoch oder was? Nee. Dann was sollen wir jetzt machen? Ach so, nein. Hier ist ja der Slayer-Schlüssel drin gewesen, ne? Hä? Oh, das ist so kompliziert. Jetzt hängen wir hier schon wieder fest, oder was? Das ist doch nicht wahr. Oh, nervt mich das. Müssen wir vielleicht? Moment mal, eine Idee. Was ist jetzt passiert? Wir haben jetzt diesen Mutanten hier, den Typen hier geboxt. Ja, da muss da jetzt irgendwas passiert sein. Oh, ist das... Also das Rätsel hätten die sich sparen können, ohne Mist. Finde ich nicht toll, das nimmt zu viel Dynamik raus. Es nimmt wirklich einen Haufen Dynamik raus, echt schade. Was für ein dämliches Rätsel. Also an sich ist es ja cool, aber irgendwie auch total dämlich. Ah, ist das ein hässlicher Bursche. Aha. Aber mal interessant, so einen Dämonen von nahen zu sehen, ist schon cool. Ja, aber nichtsdestotrotz, es war ein merkwürdiges Rätsel. Es hat mir nicht so gefallen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Oha. Also ich bin mir ganz sicher... Da ist irgendwas Interessantes. Ich fürchte dich nicht. Diese Schlacht ist nicht vorbei. Komm zu mir, Slayer. Ich warte auf dich. Ja, diese Schlacht ist ja auch noch nicht vorbei, mein Freund. Hä, sind wir wieder hier? Wollen wir nicht vorhin schon mal? Okay. Jetzt sollen wir zu dem Typi gehen, oder was? Interessant, aber hier drüben. Schaut mal hier. Da haben wir doch bestimmt irgendwas Nettes gefunden, dass wir dann in der Doom-Feste hier was Nettes organisieren können. Denke ich mal. Da gibt es bestimmt irgendeine schöne versteckte Tür oder so eine Belohnung, die wir freischalten können. Was geht denn mit euch hier ab? Mist. Ja, es geht schon wieder gut los. Naja, komm, nehmen wir erstmal. Davor habt ihr doch eh alle Angst. Jetzt weiß ich, dass ihr davor Angst habt. ja, komm. Ist klar. Naja. Okay, da haben wir ihn.
Oh, das sind mir die schlimmsten von allen. Ja, und da passiert nämlich genau sowas, dass man hier gnadenlos ablust und sich ganz schnell Gesundheit organisieren muss. Ja, zum Glück haben wir welche gefunden. Gut, wir haben eine Kettensäge. Ja, den schaffen wir jetzt auch noch. Wo ist denn das Vieh? Wir müssen doch jetzt genug Kettensägen zu haben. Ja, haben wir. Wunderbar. Moment mal, Freundchen. Oh, ja, komm, ist klar. Stirb schneller, du Dummkopf. Gib mir mal das hier. Haben wir nämlich drei auf ein Ohr. Sagt mal. Ich dreh durch, ne? Sind schon wieder so viele auf einmal. Oh, ich muss mich mehr konzentrieren. Wenn ich mich hier auch mehr konzentriere, dann kann ich so wenig quatschen. Das ist dann auch nicht schön. Naja, egal. Wir machen das schon. Wir müssen wieder eins nach dem anderen machen. Da haben wir das letzte Jahr auch geschafft. Du hau ihn nicht ab. Wir brauchen dich noch. Gut, nimm das hier. Schön. Leben. Herrlich. Ja, so läuft es ja. Oh, na, mehr oder weniger. Jetzt kommen wieder alle auf einmal angestürmt. Diese hässlichen Dummköpfe. Ja, lass mich ja in Frieden. Und das. Warte mal, wir nehmen jetzt mal einen unseren Raketenwerfer. Bleibst du hier? Gegen Raketenwerfer können sie nämlich auch nicht viel ausrichten. Mal nehmen wir die normale. Oh nein, wir nehmen nicht die normale Schrotflinte, wir nehmen das da. Weil mit dem Ding ist ja hier ziemlich. Oh Mann! Ich wollte gerade zu denen da runter. Oh, ist es wahr? Wie wollen wir denn hier ordentlich und vernünftig unser Leben holen? Wenn die permanent uns so im Weg stehen, dass wir hier jedes Mal irgendwo gegenlaufen. Oh Mann! Bleib da! Du auch. Oh, ihr idiotischen Dummköpfe. Und die gehen mir hier auch auf die Ketten. Noch eins. Oh, stirb. Schneller. Geschoss im Anflug? Was für ein Geschoss? Ja, ist klar. Hier, nimm das. Das ist schon Dummkopf. Noch mehr? Nein. Möchte auch sein. Jetzt reicht's mir mit dir. Rüber ab. Verstehst du? Oh, Halleluja. Der Priester bewegt sich nicht mehr. Ich markiere seine Position. Oh, dieser dämliche Priester. Also wisst ihr, gucken erstmal, was wir hier im Arsenal zu ändern können. Ja, können wir das nochmal irgendwie verbessern? Weil das ist ziemlich cool. Flammender Haken wäre natürlich nicht schlecht. Machen wir das hier. Nachladetempo der Super Shotgun 33% erhöht. Das kriegen wir hin. Und jetzt haben wir diese flinken Finger hier. Flammender Haken oder was? Töte 50 Schwedolen mit einem Super-Shotgun, während du Fleischhaken verwendest. Jo, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Weil das Ding nehme ich sowieso ziemlich gerne. Ah. Gib mir irgendwas, was mich glücklich macht. Hui. Zusammenfassung. Oh, Kampf haben wir eigentlich alles
Ja, ziemlich gut erledigt diesmal, also besser als sonst. Ja, fortsetzen, halten. Die Doom Hunter Basis. Mhm. Ja, jetzt müssen wir mal den Priester weiterjagen. Ja, eh die Hosen gestrichen voll. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ja, das müsste schon klappen. Bin ich doch festen überzeugen von. Ja, ich dachte schon. Jetzt brauchen wir bloß wieder neue Munition für das Teil. Das ist schon wieder ziemlich cool hier. Ah ja, genau. Abgeschottet. Der Höllenpriester bewegt sich nicht. Sein Wächter befindet sich in der Einrichtung vor Ihnen. Schön. Was habt ihr denn eigentlich hier für einen Scheiß? Aha. Kräne. Müssen wir jetzt gegen so einen Wächter kämpfen? Ja, die ballern sich schon wieder alle gegenseitig hier. Dürfen wir jetzt? Schön. Wartet mal, dann nehmen wir doch mal... Achso, die ist ja alle. Mist. Ja, die ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Du lässt dein scheiß Schild drin, ne? Boah, das sah übel aus. Wie viel ist das hier? Schaut mal, was wir hier haben. Schaut mal, wo wir hingefallen sind. Nach unten. Okay. Das sieht schon ziemlich cool aus. Ist hier so die Schmiede von denen, oder was? Also die ihre Kriegsmaschinerie zusammenbauen, weil die brauchen ja auch zwangsläufig sowas. Ah, wir haben einen neuen Mod. Wunderbar. Ja, wir könnten die... Ja, die Vollautomatik haben wir noch gar nicht so ausprobiert. Aber da haben wir auch echt nicht genug... Ah ja, das Präzisionsschussbolzenteil, das können wir wirklich mal freischalten. Da haben wir das nämlich endlich mal. Danke. Wie könnte man das nochmal wechseln? F, gell? Genau. Ja, da können wir jetzt rechts, da haben wir ein Scharfschützengewehr. Das ist vielleicht manchmal gar nicht so schlecht. F? Ich verwechsel das manchmal. Ah, cool. Was haben wir denn hier? Der Pinky ist ein schwerer Dämon, der mit seiner Fortbewegung den Spieler zurast. Okay. Das kriegen wir schon hin. Hm? Ja, dann rasen mal zu. Ja, überhaupt kein Problem. Eher bloß nervige Dummköpfe hier. Was? Denn das? Wo ist denn jetzt wieder unsere Shotgun? Oh, die ist schon wieder leer. Ja, die ist wirklich sehr schnell leer, muss ich sagen. Wunderbar. Ja, warte, wir können ja. Oh ja, nein, lass mich in Ruhe. Boah, scheiße. Ja, boah. Na, Halleluja. Oh, den brauchten wir, weil die sind nämlich wirklich so nervig stellenweise. Nicht, weil sie jetzt zu stark wären oder so. Nein, es geht eigentlich. Ja, wo ist denn jetzt der eine hier? Den braucht man ja auch noch. Oh. Willkommen. Du bist dran. Du bist dran.
Du bist dran. Wo ist denn da eine Pinky hin? Haben wir den irgendwie schon ausgeschalten? Oh, das war jetzt du. Oh, der war neu. Der war wirklich neu. Gib mir mal ganz... Ja, wir haben ja schon. Wir bräuchten vielleicht... Nein! Na, oh, Mist! Mist, verflucht! Oh, entschuldigt. Weil wir da irgendwo hängen geblieben sind. Oh, haben wir wieder nicht davon genug? Oh, Strich eine Meise. Komm, ist okay. Ist okay. Ja, komm, ist egal. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Mal gucken, vielleicht ist es bloß eine ganz kurze Folge. Ich habe mir das schon wieder nicht gemerkt. Aber sei es drum, wir kriegen das schon auf die Reihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, in dem Sinne, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal, euer Burggamer. Ciao!